Hallihallöchen, meine Freunde! Und damit herzlich willkommen zurück zum Farmers Dynastie. So, diesmal habe ich den Timer gestartet. Ich hau mein Ding wieder runter. Huch, ach, es war noch unten. Und los geht's, wir pflügen weiter. Sprit habe ich noch 33%. Und dann werden wir das Feld hier endlich hoffentlich noch vor einem erneuten Sprit-Massaker, Sprit-Fiasko hinkriegen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Sprit ausgehen und so. So, in der letzten Folge habe ich ja erzählt, was los war, warum alles so lang sich krass verzögert hat, mir einfach nicht zum Aufnehmen kam. Und da ging es um den Toyota Avensis, den ich mir anschauen wollte für mich, nachdem meine Frau auch einen hatte, einen neuen bzw. hat, ein neuer Rennen, und ich mir auch einen holen wollte mit Automatik. So, in der letzten Folge habe ich erzählt, ja, dann war ich, genau, ich bin hingefahren und der war wirklich sehr nass. Es war überall feucht. Die ganze Karre, hinten im Kofferraum, unter der Matte, überall, also unterm Teppich, der war klatschnass. Also wirklich monatelang hat es da durchs offene Fenster reingeregnet. Dann hat sich irgendjemand, ich habe keine Ahnung, ob es der Vorbesitzer war, ob es irgendjemand auf dem Parkplatz war, ob es irgendeiner der Angestellten war oder der es gekauft hat selber, ich weiß es nicht. Irgendjemand hat alle Gurtstecker abgeschnitten. Also das ist das, was man in den Gurt unten also reinsteckt. Ihr wisst schon. Denn es gibt ja Autos heutzutage mit Gurtwarner, mit Anschnallwarner. Sprich, das Ding piepst, wenn man sich nicht angeschnallt hat. Und es gibt genug Leute noch, Idioten in meinen Augen, die ohne Gurt rumfahren. Und ich sage zu Recht Idioten, denn das sind die, die dann auf der Straße liegen vermutlich. Aber naja. Und wenn die halt dann besagten Gurtwarner haben, der piepst rum, nervt die das, also stecken sie da was rein. So, da gibt es halt welche, die kaufen sich diese Gurtdinger dann bei eBay. Ohne Gurt quasi. Nur dieses Schloss, nur diesen Stecker. Und den kann man dann auch genüsslich reinstecken und dann ist das Ding für immer quasi lahmgelegt. So, in meinen Augen absoluter Schwachsinn, aber was interessiert schon meine Meinung? Auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass sich deswegen jemand diese Gurtstecker geklaut hat, beziehungsweise einfach die Gurte durchgeschnitten, weil die haben alle gefehlt, diese Stecker. So. Die Gurte waren fachmännisch durchgeschnitten und die Stecker haben gefehlt. Wahrscheinlich aus besagtem Grund, bin ich mir ziemlich sicher sogar. Auf jeden Fall wäre das noch zu machen gewesen, dann hat die Servolenkung einen Kopf. Und es hieß ja, wenn du das Auto nimmst, dann mache ich das TÜV fertig. Also der Händler wollte dann wirklich noch ein bisschen Geld investieren, neue Gurte reinmachen, Servolenkung, gucken, was da los ist, warum die Kopf, den Schlauch neu machen, was auch immer. Und halt trockenlegen die ganze Kiste. Wie es da unter dem Blech aussieht, wo das Wasser schon hingelaufen ist, ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall ja, hätte er damit erst angefangen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich nehme das Auto. Und zwar dann zu dem Preis, der ausgeschrieben war. Und der war mir eh schon ein bisschen zu hoch für so ein altes Auto. Und dann auch noch mit so einem krassen Wasserschaden, wo man nicht weiß, wie viel Wasser wo hingelaufen ist und ob alles draußen ist. Und vor allem, wenn ich sage, ich nehme das Ding und er macht es, repariert das Ding alles, macht TÜV und so, dann bin ich noch nicht im Ruhe gefahren. Aber muss es abnehmen. Und wenn das Getriebe dann scheiße gewesen wäre, ja, dann hätte ich ein ziemliches Ei gekauft. Deswegen habe ich dann gesagt, ne komm, lass das Ding. Ist besser so. Frau hat sowieso gleich von Anfang an gesagt, nee, na, zu alt, aber kauft das Auto nicht. Das hat keinen Wert und so, das ist zu alt. Gut. Toyota Avensis ist ein gutes Auto und der hatte 170.000 Kilometer, das ist auch nichts für einen Toyota. Wer von euch Toyota fährt, der wird es wissen. Das sind sehr, sehr zuverlässige Autos. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt meinen Pflug? Achso, nee, passt. Und deswegen hätte ich da keinerlei Bedenken gehabt, dieses Auto zu kaufen, außer halt dann diesen blöden Wasserschaden. Und deswegen ja,
aber dann halt doch aus. So, dann habe ich, dann ging die Suche wieder los. Dann musste ich wieder nach dem Fahrzeug suchen. Mit Automatik. Mit einem gewissen Höchstmaß an Kilometern, mit einem gewissen Höchstmaß an Baujahr. Und Komfort. Und so weiter und so fort. Dann habe ich tatsächlich noch einen gefunden. War extrem happy und hatte schon wieder diese Torschlusspanik, dass sie mir jemand vor der Nase wegschnappt. Und so ging es mir schon mal mit einem Auto. Das war ziemlich nervig. Achso, ich hätte mir fast einen Jaguar angeguckt, einen Jaguar X-Type, aber Jaguar sind bekannt für Motor- und Getriebeprobleme und dann dachte ich mir, nee, komm, das muss nicht sein. Aber ein Jaguar ist schon ziemlich cool gewesen. Nein, vielleicht ein bisschen over, aber naja. Auf jeden Fall Objekt der Begierde, muss mal ganz kurz gucken, Sprit 26%. Okay, weißt du was, bevor wir nicht mal nach Hause kommen. Ja, ich habe doch T gedrückt. Ich fahre zuerst mal nach Hause. Wir müssen tanken, ganz dringend. Bevor ich wieder liegen bleibe. Zu Hause ist ja noch markiert in 1,3 Kilometer. Ja, ist es halt so, genau. Das Auto der Begierde, was ich dann gefunden habe, war eine Limousine, kein Kombi. Wir brauchen sowieso keine zwei Kombis, das ist ja utopisch, aber das war halt der Avensis und so. Es waren ein paar, das waren halt Kombis. Das ist halt, Kombis sind halt beliebt, aber ja, wir brauchen keine zwei Kombis. Das ist eigentlich das immer so, bin ich? Ich hoffe nicht. Das war mir dann zu wissen. Das ist, naja, auf jeden Fall habe ich dann eine Limousine gefunden. Und zwar ein Hyundai Sonata. Könnt ihr mal googeln, Hyundai Sonata. Ziemlich cooles Teil. Ein NF, ein fünften Hyundai Sonata aus der fünften Generation, Baujahr 2005. Und ja, der ist ein ziemlich cooles Teil. Und dann dachte ich mir, ja, guckst du mal, der hat auch preislich gepasst. Ist der noch da? Gut, den nächsten Tag wieder angerufen und der war tatsächlich noch da. Und mir angeguckt und gleich gewusst, okay, der ist es. Den muss ich dann aber auch erst wiederholen, dann anmelden, auf Dingens rennen, aufs, naja, hier auf Zulassungsstelle rennen, das ganze Ding anmelden und dann hin und her und Versicherung anrufen. ENVB und Nummer und wie das Ding da alles heißt, da holen und ach, der auch. Das ist echt so eine Sache. Kann ich gar nicht leiden. Und naja, auf jeden Fall. Reicht uns der Sprit noch? Ja. Hingekriegt, Auto abgeholt, steht jetzt in der Einfahrt und kann jetzt auch vorbereitet, aufbereitet werden. Wird auch am Wochenende gemacht, deswegen ist jetzt hier nachts aufnehmen wieder angesagt, dass da ein paar Folgen zusammenkommen jetzt. Und dann, wenn Autos beide, also das eine ist jetzt eigentlich schon gut in der Familie angekommen und wenn es das zweite Auto, also meins auch noch gut in der Familie ankommt, dann bin ich glücklich, denn es ist ein sehr geiles Auto, der fährt sich wunderbar. Ist quasi der Mercedes unter den Hyundai. So kann man es beschreiben. Richtig cooles Teil. Auf jeden Fall und günstig. Unter 5000 Euro. Nicht 105, sondern unter 5. So, den genauen Preis verraten. Und beide waren unter 5. Auf jeden Fall. Deutlich unter 5. Oh, ich muss meine Tomaten mal anschauen. Oh, und eine Neuerung gibt's auch. Aber zuerst gehe ich tanken. Das ist ganz interessant, dass ich das hier markiert habe. Ich markiere das mal neu. Was habe ich denn da markiert, genau? Achso, diesen. Den John. Aber ich kann hier eigentlich mal unser Zuhause markieren. Mein Hof. So, dann wissen wir das immer. Sternchen ist mein Hof. Wo ist Sprit? Hier, glaube ich, ne? Ja, hier ist Tankstelle drin. So. Ich hoffe, wir haben noch genug. Gefüllt. 11 Liter. Kraftstoff auf Lager 40 Liter.
Okay, und jetzt? 46 Liter, Tankvolumen 46 Liter. Fahrzeug waschen können wir auch. Kraftstoff auf Lager, jetzt haben wir noch 5 Liter auf Lager. Also jetzt wird's, hab ich. Okay, aber der ist jetzt hier voll. 100%, 99%, sehr gut. Dann fahren wir direkt wieder aufs Feld zurück. Ist denn die Markierung auf dem Feld oder wo ist die? Muss ich gerade mal schauen. Nein, die ist nicht auf dem Feld, die ist woanders. Die ist bei der Eulen mit der Kürbissuppe, was nicht funktioniert hat. Hier müssen wir hin. Oh, echt. So ein Käse. Was mit den Tomaten? Da wollte ich noch kurz gucken. So, auf jeden Fall, wenn die Autos dann endlich gut angekommen sind und alle aufbereitet sind und das alles wunderbar ist. So, ich wollte mal noch ganz kurz sagen, ja, da gibt es nämlich auch was Neues. Seit dem Update, hier gab es ein Update. Habe ich gesehen? Hm? Setzlinge? Hallo? Hier, Melon-Seedings. Melonen. Es gibt Melonen. Voll gut. Ja, muss ich mal schauen. Wo ist die dann? Im Setzlingladen gibt es die ja dann. Kommt man ja hier, glaube ich, rein. Wie sieht's ja aus mit... Da können wir mal wässern. Kostet zwar Geld, aber naja. Ein bisschen so. Gut, na, ein bisschen auch so. Ich könnte ja, wenn es regnet, auch mal, muss ich mal dran denken, das nächste Mal. So. Zu meinem Feld zurück. Gut, also wenn die beiden Autos angekommen sind und alles, dann mache ich 3 Kreuze auf jeden Fall. Da muss man noch ein bisschen, hier, das von meiner Frau braucht noch Tönungsfolie. Meins braucht auch noch Tönungsfolie, denn ich hasse es, bei Nacht zu fahren und hinter mir hat einer ziemlich helles neues Xenon und das blendet so durch den Rückspiegel und die ganze Karre leuchtet und furchtbar. Und klar, natürlich könnte den Rückspiegel abblenden lassen, aber ja, das nervt. Ich will da dunkel haben. Und ich finde, das sieht auch einfach schön aus. Bei den neuen Autos haben das auch alle getönte Scheiben und ich habe schon immer eigentlich jedes meiner Autos hatte irgendwann getönte Scheiben. Und die neuen kriegen das auch. Das muss man also noch machen, die Scheiben tönen. Mache ich selber, kann ich. Habe schon oft gemacht. Es war jedes Mal eine furchtbare Arbeit, aber ich krieg's irgendwie trotzdem jedes Mal irgendwie hin, dass es gut aussieht. Und ja, dieses Mal halt dann auch. Das kommt dann noch. Dann Lampen, also die Lichter, die können austauschen durch Philips, die ein bisschen heller sind oder Bosch oder was auch immer. Diese plus 150%, was auch immer, bla bla bla. Xenon Optiklichter. Denn die haben beide kein Xenon, das sind beides Halogen-Scheinwerfer. Bei beiden Fahrzeugen. Das ist eigentlich hier. Agrikulturalshop. Achso, da gibt es die Samen und so ein Zeug. Nein, hier. Saatgut für Weizen und bla bla bla. Warum ist hier Gras auf der Straße? Nein. Ja, das ist das. Wenn dann die beiden Fahrzeuge soweit sind, dann ist es schon mal ganz gut. Aber dann sind immer noch die anderen beiden nicht verkauft. Also der Mercedes muss verkauft werden. Für ein schmales Geld wird er den Ladentisch verlassen, denn ja, er ist halt mittlerweile nicht mehr allzu viel wert. Und ja, der Mitsubishi, der sollte schon noch für ein bisschen einen guten Groschen den Ladentisch verlassen, denn der ist schon noch was wert. Er ist auch recht jung, hat sehr wenig Kilometer. Und ja, also wer ihn haben will, bei Mobil ist er drin. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn die dann auch verkauft sind, dann kehrt, glaube ich, wieder ein bisschen Ruhe ein. Gut, dann ist noch eine Hochzeit. Dann, wie gesagt, die DKMS-Geschichte läuft ja jetzt gerade voll an. Das ist, glaube ich, 3 Wochen ist dann der Spendentermin. Und aber da gibt es separate Videos dazu. Aus der Reihe die Wahrheit über den DKMS. Und dann ja, seid ihr da auch im Bilde. Ist mir auch wichtig, dass ich das ein bisschen publik mache, denn das ist schon eine wichtige Sache. Gut, gehört ihr jetzt aber nicht hier ins Let's Play. Auf jeden Fall ist das halt so die Entschuldigung. Kind krank,
Auto, vier Autos verkaufen, beziehungsweise vier Auto kauf, also Verkauf und, also wie kann man das nennen, Autobesitzwechsel. Vier Stück. Zwei müssen gehen, zwei kamen neu dazu. So. Und halt die Aufbereitung. Und ja, dann würde ich gerne oben im Ausbau auch mal weitermachen. Time to build. Sollte auch bald mal wieder weiterlaufen. Dann habe ich auch noch ein Catcar, was ich gerne mal auf Elektro noch umbauen wollte, wollen würde. Achso, falls sich jetzt manche fragen, du hast doch gesagt, dein nächstes Auto wird ein Elektroauto. Ja, das übernächste. Also, ich hätte ja eigentlich den Mitsubishi so lange weitergefahren, bis es reicht für ein Elektroauto. Es reicht im Moment einfach noch nicht. Die Preise sind noch zu hoch. Die sind einfach noch zu neu. Also die ersten Elektroautos kamen 2012 raus. Kauf mal jetzt ein Auto von 2012, wenn du nur 3.000, 4.000 Euro hast, geht nicht. Und die Elektroautos sind einfach sogar nochmal einen Tacken teurer. Und dann ist es halt so, dass es in, ich schätze mal, 2 bis 3 Jahren die Dinger so erschwinglich sind, beziehungsweise so günstig, dass ich sie mir leisten kann, ohne Kredit aufzunehmen, ohne Finanzierung, denn das wollen wir nicht. Bar bezahlen, fertig. Unser Eigentum, so soll es laufen. Und ja, das wird, ich nehme an, in 2 bis 3 Jahren werden da die ersten so vom Preis her so niedrig sein. Und ja, bis dahin wollte ich eigentlich mein Mitsubishi noch fahren, aber wie gesagt, es geht nicht, es ist furchtbar. Und warum sollte ich mich jeden Tag mit einem Auto quälen, das keinen Spaß macht. Und jetzt, deswegen ist er jetzt quasi so, dadurch, dass wir den Mitsubishi verkaufen und den anderen jetzt gekauft haben, dass der vom Preis her noch ein bisschen günstiger war als der Mitsubishi, so sollte das so ein Tausch sein, wo sogar noch ein bisschen was bei rauskommt, dass wir noch ein bisschen was sparen können für eben das Elektro. So, so der Plan. Und dann wird es halt dann so in 2 bis 3 Jahren werden die dann halt wieder verkauft und dann halt Elektro. Wenn das dann passt soweit. So, so viel dazu. Also der Plan des Elektroautos Nissan Leaf oder natürlich Tesla wäre fein, ist nicht praktisch, definitiv nicht. Und wir spielen auch fleißig Lotto bzw. Aktion Mensch Lotterie und wenn wir da mal einen Gewinn einfahren sollten, dann stehen auf jeden Fall mindestens ein Tesla in der Einfahrt. Das ist sicher. So. Ja, das war's eigentlich. Soweit. Fürs nicht aufnehmen, für die Aufnahme Pause, für die Folgen Pause. Und wie gesagt, wenn eines der anderen Spiele dann soweit erschienen ist, ja, dann seht ihr es ja, wenn es dann die ersten Let's Plays gibt vom neuen Spiel. Ha, hier ist wieder wenig Sauerstoff im Raum. So, obwohl ich einen Energy Drink mir vorher reingepfiffen habe. Naja. Gut, aktuell gerade auch so am Happenen Fasnet. Fasching. Karneval. Was gibt's denn noch? Fasnet, Fasching, Karneval. Ja, das sind glaube ich so alle Begriffe für diese furchtbare Jahreszeit. Ich hasse es. Ich will damit nichts am Hut haben. Ich habe es zum Glück jetzt dann bald überstanden. Umzugslos natürlich, versteht sich. Also das habe ich glaube ich in einem Let's Play vor einem Jahr schon mal breitgetreten. Es geht einfach gar nicht. Ich mag es nicht. Die Leute sind komisch, die Leute sind nur betrunken, lustig und so überdreht und dann verkleidet auch noch so diese Anonymität, in der man sich dann, ja. Ich mag nicht, wenn Leute sich hinter irgendeiner Maske verstecken. Das kann ich nicht gebrauchen. Egal, ob es jetzt eine Hexe ist oder was auch immer. Ist nicht meins. Absolut. So. Was zum Update kurz. Ist jetzt oben, ist jetzt unten sozusagen. Oh, ich werde hungrig. Ja, dann essen wir doch mal. Oh ne, Wurst, ne, die lassen wir für den Hund. Dann esse ich mal eine Dosenmilch. Beziehungsweise ich trinke eine Dosenmilch, das bringt schon ganz schön viel.
Ist er jetzt oben? Jetzt ist er unten. So. Sprit. 93% haben wir noch. Das sieht doch gut aus. So, Oh, diesen Zipfel könnte ich da mal mitnehmen. Ja, okay. Ja. So. Gut, dann würde ich sagen, bevor ich hier einschlafe, diesen Zipfel, komm, den Zipfel hole ich mir mal schnell. Und dann machen wir nämlich eine kleine Folgenpause. Ich trinke was, beziehungsweise erstmal ganz kurz vielleicht noch ein ganz kleines Süßigkeitchen, wenn ich eins finde. Das war nicht gut für die Plauze, aber... seine Energie. Was auch nicht verkehrt ist. So, ich fahre mal hier hin und drück mal das Pause-Zeichen und wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es wieder ist, Time to Play hier bei Farmers Dynasty. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss!